Aber seiner Gnaden haben mich für würdig befunden, durch seine Lande zu ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dieser Entscheidung die 200 Köpfe des wandernden Auges eine nicht geringe Rolle gespielt haben. Trotzdem wurden wir in guter Laune empfangen und ich werde kein Tribut fordern. Abenteurer ist das gewesen. Solch Reichtum nur in den tiefsten Ruinen der Heimat liegt hier fast zum Mitnehmen herum. Die einzige Mühe ist ein gewisses Maß an diplomatischen Verhandlungen. Angegriffen und wir konnten uns gerade noch zurück aufs Schiff retten. Dradl hat uns gewarnt, aber wer traut schon seinen Worten? Ich könnte schwören, dass seine Sinne verwirrt sind, selbst wenn er in bester Verfassung ist. Die Mannschaft aber, die verblieben, werden mit ihrem größten Anteil im Überfluss leben können und wirklich glücklich sein. Ich werde in den kommenden Nacht Ersatz aus der örtlichen Bevölkerung rekrutieren und wir werden in der Morgendämmerung unsere Segel setzen. Verzögerung, aber mit 150 neuen Matrosen muss man wohl mit einem langsamen Start rechnen. Sie wirken recht ruhig und ordentlich, ganz und gar nicht, was ich erwartet hatte. Aussuchen sollen. Wir haben ihn ausgesetzt, aber seine Worte schon die Mannschaft aufgewiegelt. Ich weiß nicht, was schlimmer war, das Konstante des Schamanen oder die Reaktion der Mannschaft, als wir ihn der See übergaben. Ihre Augen sind so und resigniert. Ich verabscheue eine Mannschaft, die nicht mit Feuer bei der Sache ist. Aber ich schätze, das ist immer noch besser als Feuer im Frachtraum. Wetter nach der Jahreszeit entsprechend und die Moral sinkt. Und dann haben Käfer sich in den Vorräten breit gemacht. Das Essen wird uns sicher knapp werden, lange bevor wir die heimische Küste erreichen. An Land gegangen, um unsere Vorräte aufzufrischen. Es ist eine kleine Insel, aber sie wird das Nötige hergeben. Vielleicht sollte ich alleine, während die Mannschaft Zeit an Land verdient, gut tun. Ursprünglichen Männern sehen ein wenig abgezehrt aus, anders als die Blässe der neuen Rekrutierten. Aber alle sind definitiv krank. Ja, und wir hatten neue Tagebucheinträge noch. Nein. Dradels Zauberbuch, Delanes Auftrag. Nein, Mallys Kipf. Mysteriöse Insel. Auch nicht. Tagebuch? Nein. So weit hoch komme ich auch nicht nochmal. Oder? Nö. Nee, doch hier. Karoko die Wolfwehre. Okay, das ist wahrscheinlich schon abgeschlossen, genau. Mit diesem Rüpel Karuk zu sprechen, hat sich als reine Zeitverschwendung erwiesen. Da bleibt nur der Kampf. Das scheint die einzige Sprache zu sein, die er versteht. Nun gut, um die Insel ist es ohne ihn wahrscheinlich sowieso besser bestellt. Das soll mein Dienst an den übrigen Bewohnern sein. Wie kann Ich ich will den helfen? Rest Worum auch geht's? Wie ihr mitnehmen. wünscht. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Es ist vollbracht, endlich frei. Nach der Rückgabe seines Zauberbuchs machte Dradl, der irrsinnige Elfenmagier, sich prompt aus dem Staub, ohne auch nur ein Wort des Dankes zu verlieren. Und dankbarer Trottel, ich würde jedoch gerne wissen, wo er auf dieser verfluchten Insel hingegangen sein mag. So, das heißt, wir können hier nochmal. Au! Wie ihr Das wünscht. hat wehgetan. So, und dann können wir Quests abgeben gehen. Wobei, haben wir alles? Ich weiß nicht, ist das der Umhang plus 1, den ich gefunden habe? Ein
gucken wir gleich mal, wenn wir mit ihr reden. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Das wird kein schneller Kurs. Wie sieht's eigentlich mit 1500 nur noch? Wie kann ich helfen? Wie ihr Sie wünscht. Müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, ihr braucht bevor nur Sie zu weiterziehen fragen. Können. Aber soweit ich es in Erinnerung habe, sah das anders aus. Was ist mit dir, Lal? Sprecht und dann geht. Wir wollen euch. Danke euch für die Töten dieser schrecklichen Bestien. Um Wahrheit zu sagen, ich nicht viel von euch gehalten habe, als ihr ankamt. Doch jetzt, ich muss sagen, dass ihr euch gut macht, im Paar im Dorf. Leiweise danken wir dafür, dass wir Karuk besiegt haben. Dass ich Karuk besiegt habe. Ich habe. Das war unter der mysteriösen Insel. Ich habe viele Freunde gewonnen. Er meinte, dass ich gut ins Dorf passen würde. Ihr seid nicht so wie wir. So, Delani, habe ich deinen Umhang? Bitte bringt zurück den Schutzsammlung zu uns. Ich werde euch für eure Güte dankbar sein. Ihr seht aus wie gütiger Mann. Ihr scheint interessant. An Leute wie euch bin ich nicht gewöhnt. Ist das der, nicht der hier? Was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? An Leute wie euch bin ich nicht gewöhnt. Okay, das ist nicht der Umhang. Wo war der Umhang? Er muss außerhalb von Dorf sein, ja. Ich meine, die beiden Dinger haben wir abgesucht. Und eigentlich müsste der auch irgendwo hier im Norden sein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich wüsste nur nicht gerade, wo der ist. Wisst ihr was? Ich gucke mal einfach ganz kurz, sonst suchen wir uns zu Tode. Das ist ja leicht. Isle of Baldoran. Okay. Ah. Ja, da habe ich was vergessen. Gut, gut. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wir waren doch in Dradels Hütte, haben Dradel sein Buch zurückgegeben, haben aber nicht die Kiste in Dradels Haus geplündert. Also der Schutzumhang ist es nicht. Sänger der Nacht, tue ich an, wenn das euer Wunsch ist. Genau. Und sogar noch Tollkirschen. Stabstreitkolben. Oh ja, der war was für Viconia.
Ja, mein Schatz. Olazar? Jal Kales? Fertigkeiten plus 3. Yeah. Na gut. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber wir haben jetzt den Umhang. Das heißt, wir können verschwinden. Okay, können wir nicht. Wölfe. Okay. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, ihr braucht bevor Sie weiterziehen können. Ist toll, dass er auch gerade das Wetter umgeschlagen hat. Also in-game. Ah, ihr seid zurückgekommen und sieht hoffnungsvoll aus. Ich vertraue auf euch. Habt ihr den Umhang, um den ich euch bat? Ja, Delani, er ist alt und durchgescheuert, doch scheint er immer noch gut brauchbar zu sein. Ja, doch frage ich mich, was ich dafür verlangen sollte. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten. Wir haben ihn, doch möchten wir für unsere Mühe bezahlt werden. Nehmen wir mal die 1. Ich bin euch entlangs dankbar, doch auch traurig, dass ich nichts habe zu geben. Vielleicht gibt es etwas anderes, mit dem ich euch helfen kann. Ihr habt nichts, was ich will, das haben wir bereits festgestellt. Nehmt um Umhang und lasst mich alleine. Ja, flirten wir mal mit ihr, weil das ist eigentlich auch so vom Spiel gedacht, dass wir mit dem Charakter flirten sollen. Eine Geschichte oder zwei vielleicht, oder nur ein bisschen angenehmes Geplauder. Erzählt mir über euch selbst. Von mir, ich mich fühle geschmeichelt, doch es gibt nicht zu sagen viel. Meine Urgroßmutter kam mit dem Schiffshaus an Land, doch sie lebte nicht sehr lange. Ich wurde geboren, nur einen Katzensprung südlich von ihr. Dann, nachdem die Bestien wurden vertrieben, ich lebe nun hier. Die Geschichten haben wir behalten, doch ich würde sagen, dass sie wurden verfälscht durch die schlechten Erinnerungen und Aberglauben. Grob gesehen sind wir alle Kinder und unser Volk ist noch jung. Aha, doch habe ich nach euch gefragt und ihr habt das Thema gewechselt. Seid ihr hier glücklich, schrecken euch die Gefahren nicht. Ich habe genug von eurem Volk gehört, überzeugt. Überraschungen habt ihr keine zu bieten, nur ein einfaches Inselvolk. Pah, ich vergeude meine Zeit. Jung, aber nicht ohne Scham, genau wie ihr. Was ist eure Rolle? Werdet ihr hier hochgeschätzt? Habt ihr daran gedacht, von hier wegzugehen? Fortgehen, daran hatte ich nicht gedacht. Wir sehen so wenig andere, dass es unwichtig ist. Ich weiß nicht. Es scheint nicht darüber nachzudenken. Da draußen gibt es jede Menge Orte zu sehen. Orte, von denen ich euch nie habt träumen lassen. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe nie von anderen Orten geträumt. Ich träume von zu Hause. Die Meute ist hier glücklich. Genug davon. Ihr mich traurig macht. Lass uns von glücklicheren Dingen und neuen Freundschaften sprechen. Oh, ich weiß nicht. Ich spreche lieber davon, euch mit mir zu nehmen. Wie ist es wirklich? Was davon wollt ihr hören? Wir kamen vor langer Zeit auf einem Schiffshaus zu diesem Ort, aus diesem Gebiet weiter westlich als der Sonnenuntergang. Die Forscher schlossen sich uns an und wir hissten die Segel. Die Alten sprechen von einem großen Sturm, doch einige sagen, dass der Sturm kam von innen. Die wir dazugehören, sollen beseitigt werden und wir bekämpfen die Forscher. Viele wurden verloren, doch wir gewannen diese Insel.
Wir leben alleine und werden von den Bestien bedroht, doch sind wir niemals Sklaven und leben in Freiheit. Was ist mit Balduran geschehen? Angeblich ist es sein Schiff, das hier Schiffbruch erlitten hat. Balduran, der Forscher, der Sachen verschifft und sammelte, der lieber versenkt werden wollte, als frei zu sein. Die Alten wissen nichts über sein Schicksal, war ihnen alles egal. Was uns betrifft, er kann unter den Bestien leben. Wir sind besser als sie und er. Was meint ihr, wenn ihr von dazugehören sprecht? Wir gehören dazu, mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn ihr bleibt, müsst ihr ebenfalls dazugehören. Wir sind ein Volk, das hier lebt, als ein Volk. Ihr seid Außenstehender, ebenso wie die Bestien. Bei ihnen ist es offensichtlicher, doch ich glaube, ihr seid ihnen in mancher Hinsicht ähnlich. Auch unter uns gibt es das Böse, doch wir haben Respekt.